Moin Leute, wisst ihr, was das hier ist? Eine Minecraft-Welt, die nur aus einem einzigen, riesigen Ozean besteht. Wer ich bin und wie ich hierher gekommen bin, weiß ich nicht. Aber ich bin hier und habe nicht vor, an diesem Ort zu bleiben. Der Ozean geht so tief, da war wahrscheinlich noch nie einer. Und eins steht fest, die Kreaturen hier wollen uns nicht haben. Doch was bleibt uns anderes übrig, als immer tiefer zu gehen und das Geheimnis dieses Ortes zu lüften. Und damit herzlich willkommen zum neuen 100 Tage Minecraft Hardcore Projekt. Dieses Video hier ist nur Teil 1 von einer ganzen Serie. Falls euch das Ganze gefällt, lasst also unbedingt ein Like da, damit möglichst schnell die nächste Folge kommt. Abonniert außerdem den Kanal, damit ihr diese auch nicht verpasst. Bevor es losgeht, sage ich euch noch eins, Leute. Dieses Abenteuer wird deutlich schwerer als das letzte. Yep, hier sind wir. In einer Welt, die nur aus einem einzigen, riesigen Ozean besteht. Tauchen wir mal ein wenig unter. Ey, hier sieht's ja schon mal richtig schick aus. Das gefällt mir auf jeden Fall. Okay, hier sind irgendwie so eine Wracks. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Es besteht auf jeden Fall aus Eisenblöcken. Okay, das ist krass. Hier kann man sau viel Eisen herbekommen. Aber mehr ist da nicht drin. Ich fand direkt noch ein zweites Wrack, wo ein bisschen Holz drin war, was ich natürlich unbedingt mitnehmen wollte. Holz ist natürlich sehr gut, weil wir im Ozean, nicht wirklich viel davon haben werden. Leute, ich sehe gerade, da ist so ein Schiffwrack, aber da ist auch eine kleine Insel. Ich weiß nicht, wo ich als erstes hinschwimmen soll. Da sind auf jeden Fall so eine Aale und da ist nichts. Ich glaube, wir schwimmen mal zur Insel. Angekommen auf der Insel fand ich direkt daneben ein bisschen Treibholz und eine Kiste, wo sogar richtig guter Stuff drin war. So Leute, damit haben wir unser erstes Holz und ich würde sagen, was machen wir groß da draus? Eine Werkbank. Hier ist sogar eine Höhle oder sowas. Ja, das sieht mir nach einer Höhle aus. Aber da traue ich mich noch nicht rein. Erstmal möchte ich nur ein bisschen Stein haben. Wow Leute, es fängt sogar an zu regnen. Ein bisschen aufpassen, weil auf dieser Insel können ja auch Sachen spawnen. Aus der Angst, dass meine Insel bald voll mit Mobs sein würde, bin ich erstmal wieder zurück ins Wasser gegangen. Oh, wer ist er? Eieiei, da wollen wir auf jeden Fall nicht hin. Ey, was ist das denn für ein riesiger Hai? Ja, wie gesagt, auf der Insel war es aber auch nicht viel besser. Oh nein, da ist ein Skelett. Oh Gott, oh Gott. Nee, so stark bin ich noch nicht. Den Rest von Tag 1 schwamm ich dann noch ein bisschen in der Umgebung rum und fand dabei sogar ein Wrack mit lauter Bücherregalen drin. Die Skelette sind despawned. Ich würde sagen, wir versuchen mal, uns unsere Insel zurückzuholen. Du bist nur ein einfacher Zombie, das sollte kein Problem sein. Würde ich sagen, nehmen wir uns hier nochmal die Kiste mit und das ganze Holz hier. Können wir das verwenden? Oh, nee, das geht gar nicht. So, ich würde sagen, als nächstes schwimmen wir mal zu diesem Schiffswrack da hinten hin und passen ein wenig auf. Ich weiß nicht, ob der Kollege böse oder sowas ist. Er scheint mich auf jeden Fall in Ruhe zu lassen. Wir haben es geschafft, an denen vorbeizuschwimmen. Jetzt müsste hier irgendwo das Wrack sein, da hinten. Ich wollte einfach nur schnell zu den Eisbergen hin, da ich Angst hatte, dass unter mir im Wasser irgendetwas lauert. Oh, wir haben ein neues Biom entdeckt, anscheinend. Oh, was ist das? Oh. What the fuck? Da ist noch einer. Was ist das? Das sind Creeperfische. Ja, Leute, Creeper am Land sind ja schon schlimm genug, aber jetzt gibt's sie einfach noch im Wasser. Na, herzlichen Glückwunsch. Holy shit, ey. Ich weiß nicht, wie die Person es geschafft hat, hier oben in den Eisberg zu segeln, aber, ja. Er hatte wahrscheinlich schon das ein oder andere bisschen getrunken. Oh, hier haben wir lauter Holz nochmal drin. Sehr nice, auch verschiedene Holzsorten mal. Als coolen Abgang wollte ich dann noch in dieses kleine Eisloch hier springen, wo es allerdings nicht weiterging. Ich habe mich nicht wirklich informiert über die Sachen, die es hier gibt, deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach alles mit, was wir mitnehmen können. Als es Nacht wurde, gab es dann noch ein kleines Schauspiel der Minecraft-Natur. Okay Leute, es ist wieder Nacht und gönnt euch mal bitte diesen Himmel. Wie geil sieht das denn aus? Das wird sogar hier, oh mein Gott, das wird sogar im Wasser reflektiert. Die Nacht verbrachte ich dann wieder unter Wasser mit Holzkohle brennen, Fische fangen und Fische essen. So, die vier hätten wir und jetzt können wir erstmal regenerieren. Das ist schon mal das Wichtigste.
Am Morgen von Tag 3 schwamm ich wieder zurück zur Insel und wollte bei der kleinen Höhle dort ein wenig Eisen ranholen. Okay, Leute, hier ist die Höhle. Ey, das wird sehr schwer, da an das Eisen zu kommen. Oh Gott, hier sind sie alle. Das Ganze war echt eine kritische Situation, doch irgendwann haben die Mobs alle angefangen, sich gegenseitig anzugreifen. Okay, der Creeper ist explodiert. Ich würde sagen, wir riskieren es einfach mal. Oh nein, 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 nein. Lass ein Skelett. Als die Höhle aufgeräumt war, farmte ich ein wenig Eisen und Kohle, um mir damit meine ersten richtigen Werkzeuge zu craften. Okay, wir haben jetzt hier unser erstes Eisen. Damit machen wir eine Eisenspitzhacke. Und jetzt gehen wir mal ein paar Eisenblöcke ranholen. Ja, der Traum vom leicht verdienten Eisen platzte leider direkt wieder. Diese Eisenblöcke sind nämlich nur zum Bauen gedacht und nicht zum Verkraften. Schade, ich dachte schon, wir wären direkt reich. Das hätte sich dann auch geklärt. Es scheint so, als wenn wir nochmal zurück in die Höhle gehen. Aber diesmal haben wir auch richtige Rüstung. Ich möchte nur ein bisschen Eisen haben. Mehr nicht. Bitte keine Creeper oder Skelette. Die restliche Zeit von Tag 4 verbrachte ich dann wieder in der Höhle, bis ich genug Eisen für eine ganze Rüstung zusammen hatte. So, was wir auch mal machen werden, ist uns hier ein bisschen Erde mitnehmen. Weil mit der Erde können wir auch unsere Saplings anpflanzen. Ich habe da leider überhaupt nicht dran gedacht. Ja, das hätte man natürlich eigentlich direkt am Anfang machen können, aber hey. Ja, Leute, besser ein wenig zu spät als nie. Langsam wird es echt kritisch, Leute. Ich kann schon nicht mehr sprinten und mir ist irgendwie kalt oder sowas, obwohl ich mitten in der Sonne stehe. Ja, es wird Zeit, mal ein kleines Feld anzulegen. Ich baute also eine kleine Farm und erforschte danach das Level-System, was durch eines der Mods hinzugefügt wurde. Okay, Leute, ich habe gerade was herausgefunden. Und zwar, wenn wir diesen Fisch hier schneiden wollen, dann müssen wir dafür erstmal hier ein paar Advancements freischalten, und zwar das hier und dann das. Ihr seht schon, das Ganze ist ein bisschen komplexer als im normalen Minecraft. Und zwar brauchen wir hier gewisse Voraussetzungen. Zum Beispiel hier brauchen wir 3 Punkte in Physik. Und wenn wir hier hin wollen, brauchen wir 2 Punkte in Biologie und 5 Punkte in Physik. Und links hier können wir sehen, wie viel wir haben, also C, B und P. Das ist Chemie, das ist Biologie und das ist Physik. Und diese Punkte bekommen wir, indem wir die Gegend erkunden. Dadurch erhalten wir dann diese Blueprints hier. Und jetzt gehen wir nochmal ins Menü und sehen, wir haben hier 5 freie Punkte. Ja, Leute, ihr seht, das Ganze ist ein bisschen komplizierter als normalerweise. Mit diesen freien Punkten kann man jetzt auf jeden Fall die verschiedenen Bereiche skillen und dadurch dann neue Crafting-Rezepte freischalten. Ich finde das Ganze echt cool. Wie nice ist das bitte gemacht mit diesen coolen Achievements? Wir haben jetzt auch schon noch mehr Sachen freigeschaltet. Okay, Leute, wenn wir es hierhin schaffen, dann können wir einfach einen Sauerstofftank machen. Das ist mega nice. Dafür brauchen wir 4 in Biologie und 8 in Physik. Nachdem ich nun den ganzen Tag damit beschäftigt war, dieses System zu verstehen, war es auch schon wieder Nacht. So, ey, langsam wird das hier echt knapp mit dem Essen. Ich werde jetzt hier mal Knochenmehl draus craften. Und dann werden wir uns ein bisschen Weizen ranholen. Für noch mehr Essen ging ich wieder zurück in den Ozean und suchte nach ein paar Fischen. Da sind noch mehr und da ist so ein Feuerfisch, vor dem habe ich ein bisschen Angst. Tust du irgendwas Böses, wenn ich in dich Ja, machst du. Oh nein, 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 nein. Wie lange hält das? Nicht lange, okay. An Tag 6 passierte dann echt nicht viel. Ich farmte noch ein bisschen Erde, um das Feld zu erweitern und erkundete weiter die Höhle, um mehr Eisen ranzuholen. So, wir gelangen hier immer tiefer in die Höhle hinein. Und ich glaube, jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo es nur noch unter Wasser weitergeht. So, das hätten wir geschafft. Ich sehe gerade, wir haben hier noch 8 Fragments haben wir noch. Die werden wir alle mal einsetzen. So, und dann mal gucken, was wir jetzt alles freischalten können. Wir haben jetzt 9 Punkte. Ich skillte unser Können in Biologie und Physik und schaltete damit die Taucherflasche frei. Jetzt können wir uns diesen Tank hier machen. Das hier brauchen wir wahrscheinlich, um diesen Tank auch zu befüllen, beziehungsweise um ihn nochmal neu aufzufüllen. Aber ich würde sagen, als erstes versuchen wir das mal zu craften. Okay, Eisen Redstone haben wir noch nicht. Und das hier, der geht sogar sehr einfach eigentlich, ne? Wir brauchen nur dieses eine Redstone hier. Und dann könnten wir den schon craften. Oh, und ich sehe gerade noch was. Wenn wir hier nochmal 1 Punkt in Chemie reinstecken, können wir hier so ein Heating Pad freischalten. Das machen wir direkt mal. Und ich denke einfach mal, dass wir dann nicht mehr diesen Frosteffekt hier haben. Heating Pad, dafür brauchen wir Iron Nuggets und Lime Powder. Ja, dieses Lime Powder habe ich dann die ganze Nacht versucht unter Wasser zu finden, was leider erfolglos lief. Ich craftete mir noch ein Schild, womit als nächstes Tag 8 anstand. So, dieser Fisch hier, ich wollte den Fisch eigentlich nicht verbrennen, aber es ist das Einzige, was ich habe. Und ich werde sicher nicht ins Wasser gehen mit meinen 4,5 Herzen, ey. Da warten dick viele Haie auf mich. Nee, nee, nee. Wisst ihr noch, als wir auf der Insel waren? Da waren die Haie nur halb so groß, aber jetzt sind das richtige Monster.
An Tag 8 wollte ich auf jeden Fall weiter nach ein bisschen Leim suchen gehen, damit wir uns demnächst damit ein paar Heating Pads craften können. Nein, jetzt kommen hier so eine Creeperfische an. Ich habe nicht viele Herzen. Das ist gar nicht gut. Ich würde sagen, wir schwimmen. Oh nein. Da ist schon wieder so ein Fisch. Ey, hier ist echt alles voll mit denen. Oh Gott, hier ist echt alles voll. Eieiei, what the fuck? Ja, Leute, wir sind noch nicht mal tief im Ozean und auch hier lauern schon lauter Gefahren auf uns. Nach ewigem Suchen habe ich dann aber endlich das erste Leim gefunden. Da, Leute, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist es. Hier direkt vor unserer Insel sogar. Das sieht sehr danach aus. Ja, das ist Leim. Okay, wir wissen auf jeden Fall, es kann hier in unserem Biom generieren. Wir brauchen 6 Stück. Das wird hart, aber machbar. Dann sollten wir erstmal nicht mehr erfrieren, wenn wir das hier haben. Und damit ging die Suche weiter. So, hier ist sogar direkt noch mehr. Ey, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Aber ist natürlich mega gut. Oh nein, hier sind lauter Skelette gespawnt. Okay, die Skelette sind tot. Sie haben auch 3 Knochen gedroppt. Das werden wir direkt mal verwenden. Und dann gönnen wir uns mal 3 Brote können wir craften. Das ist sehr, sehr gut. Als ich ein bisschen rausschwamm, um ein paar Fische zu töten, passierte dann noch das hier. Wir haben ein neues Biom entdeckt und dadurch ja mal richtig viel freigeschaltet. Holy shit. Sehr cool. Wir werden gleich schauen, was... Eieieiei. Oh nein. Zum Glück war der Kollege nicht weiter sauer auf mich. Am Morgen von Tag 9 machte ich dann eine äußerst praktische Entdeckung. Leute, ihr glaubt nicht, was ich gefunden habe. Direkt neben der Insel hier ist einfach so ein Wrack mit Wolle drin. Wir hätten uns einfach die ganze Zeit hier ein Bett craften können. Sogar rote Wolle, Leute. Ihr wisst, OGs, ne? Die roten Betten sind die geilsten. Ich erkundete noch ein bisschen die Umgebung, fand dabei ein paar Quallen, die an der Oberfläche schwammen, kämpfte gegen Drowns und fand am Abend eine Höhle mit richtig viel Leim drin. Hier ist ja richtig viel. Oh, und was ist das bitte für eine Höhle? Alter, Leute, gönnt euch das mal. Da unten ist sogar Redstone. Und hier ist anscheinend alles voll mit diesem Leim. Das werden wir uns mal holen. Zack. Nachdem wir nun endlich alles zusammen hatten, schwamm ich direkt nach Hause, um die Heating Pads zu craften. Nice, es ist sogar eine Spinne gespawnt. Vielleicht droppt sie uns 2 Strings. Das wäre optimal. Oh mein Gott, niemals. Wir haben sie tatsächlich. 2 Strings, damit können wir uns eine Angel craften. Und damit richtig viel Essen ranholen. Und wir haben jetzt ein Bett. Das heißt, es wird endlich mal Zeit, sich schlafen zu legen. Am nächsten Morgen packte ich direkt alles in den Ofen und craftete mir eine Angel. Leute, es geht bergauf. Wir haben jetzt ein bisschen Essen schon, wir haben eine Angel. Wir können uns endlich das Heating Pad craften. Jetzt sollten wir uns stabilisieren können. Damit hätten wir sie endlich. Ich weiß zwar noch nicht so ganz, wie sie funktionieren, aber das werden wir schon noch herausfinden. Sollen wir es wagen, einmal nach da ganz unten und das Redstone holen? Wir riskieren es. Einmal nach da ganz unten. Schnell. Ich will nur das Redstone hier. Und jetzt schnell nach oben. Oh nein, das wird knapp. Nein. Oh mein Gott, Leute. Oh Gott. Das ist ja gerade nochmal gut gegangen. Dafür werden wir lauter Iron Nuggets brauchen und dann machen wir uns 6 von den Dingern. Unten ein Eisen und hier ein Redstone, jawohl. Und damit können wir ihn craften. Der ist aber noch leer, der Tank. Um den zu füllen, brauchen wir dann wahrscheinlich diese Station hier. Eieiei, dafür brauchen wir so eine Ingots und so ein Motion Core. Okay, das haben wir noch nicht. Das ist dann wohl auch eher was für die nächste Folge. Ich gehe hier nochmal ein bisschen angeln. Ich holte für den Rest des Abends also noch ein paar Fische ran, kämpfte gegen eine Hexe und legte mich schlafen. Ja, Leute, das war es auch schon mit der ersten Folge. Falls euch das Ganze gefallen hat und ihr möglichst schnell einen nächsten Teil haben wollt, lasst unbedingt ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr auch nichts mehr davon verpasst. Für alle, die bis zum Ende geguckt haben, gibt es natürlich wieder eine kleine Geheimnachricht. Sie lautet: Ich mag keine Creeperfische. Ich bin gespannt, wer das alles schreiben wird. Naja, das war's aber erstmal von mir. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao!